Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge, zu einem weiteren Ziel beim Bus-Simulator auf der Xbox One X. Diesmal Nachtleben im letzten Video. Ja, haben wir ja die erste Route erfüllt, das erste Ziel erreicht und ein kleines Spaßvideo ist auch dabei entstanden. Hat mich ehrlich gesagt ziemlich viel Zeit gekostet. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen Spaß damit gehabt. Da habe ich mich schon gefreut, dieses Video zusammenzuschneiden. Aber jetzt geht es dann mal wieder gesittet weiter mit der zweiten Route, wie schon im letzten Video angesprochen. Alle Ringhaltestellen Siegwalden und eine Haltestelle in Oakville. Das müssten exakt 8 Haltestellen sein. Wir können gerne nochmal gucken, Strecke bearbeiten. Das sind quasi alle unsere Ringhaltestellen. Okay, jetzt Riesengasse will ich nicht verschieben. Und einmal Siegwalden, Lärchenstraße und Oakville Zentrum. Wirklich alle Änderungen verwerfen? Ja. Gut, ja, dann legen wir einfach mal los. 5 Fahrer haben wir eingestellt. 5 Astfahrer ihre Busse. Gucken wir noch, was wir hier noch erreichen müssen. Wir müssen ja doch alle bei Nacht fahren. Erst ab der letzten Mission müssen wir 4 Sterne-Wertung hinkriegen. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal hier weiter. Riesengasse bis Oakville und ja, ich würde mal sagen, um das alles ein bisschen knackiger zu gestalten, machen wir jetzt einfach mit dem Mandalayan City L weiter. Fahrkartenverkauf würde ich ganz gerne einfach mal auslassen. Ach, komm, sind wir mal. Ne, 8 Haltestellen, boah. Da machen wir die einfach mal rein. Und es soll ja sowieso eine recht kurze Strecke sein. Dann geht's gleich los. Kurzer Schluck von meinem Käffchen. Und dann machen wir hier einfach mal weiter. Ja, das Ganze hier auch im Loop-Modus. Bin ich jetzt mal der Meinung. War es jetzt hier im Loop-Modus gewesen? Eieieiei. Nein, es war nicht im Loop-Modus gewesen. Ist auch egal. Also nochmal kurz ausgeschaltet. Diese und die nächste Strecke müssen wir gar nicht im Loop-Modus fahren. Also ein bisschen entspannter. Wirklich 2 kurze Routen. Und ja, jetzt ein bisschen mehr Obacht mit dem Citaro K. Schon mal hier Controller bereithalten. Weil es war ja fast klar gewesen, die kommen natürlich selbstverständlich mit ein paar extra Wünschen. Oder mit einem Wunsch nach einer Fahrkarte. So, nee, jetzt ein bisschen mehr aufpassen. Ich war ja, wie gesagt, im letzten Video ein bisschen spaßiger unterwegs mit dem Citaro K. Alles ein bisschen windiger. Mit dem Mandalayan City L ist das alles ein bisschen anders. Schwerfälliger. Ja, ein bisschen anders zu fahren. Gerade auch die Kurvenlage oder die Kurven an sich anzufahren, ist alles ein bisschen schwieriger. Diese Überlänge, schon so oft erwähnt. Und ja, diesmal Tempomat ist dringend, da können wir jetzt nicht so viel falsch machen. Versuchen wir hier, wie gesagt, mal gesittet zu fahren. Macht ja auch immer Spaß. Auch wenn man sich manchmal fragt, was stehe ich jetzt hier eigentlich? Aber wir warten hier ganz gerne. Vielleicht. Wir warten hier ziemlich lange. Joa. Uschi, der lässt sich durch. So, nächster Halt, Rathausgasse. Sehr pünktlich, danke. Sehr gerne doch. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Na, selbstverständlich. Einzeln. Sie sind Student. 2 Stück hatten sie ja gesagt. Passend. Achso. Eine ganze Woche ist, glaube ich, rein preislich vom Rückgeld ganz angenehm. Ja, ist es auch. Und damit geht's auch schon weiter. Noch schnell den Blinker gesetzt, damit sie uns hier vorbeilassen. Und ja, dann kommt eigentlich auch in diesem Video natürlich noch, will ich nochmal schnell mit reinnehmen, dürfte jetzt hier nicht so lange dauern, auch gleich die nächste Strecke, die werde ich aber dann ohne Ticketverkauf fahren.
Die ist ja auch nicht im Loop-Modus, was mal ganz angenehm ist, nicht immer in diesen Loop-Modus zu fahren oder Rundfahrtmodus, sondern wirklich mal wieder von A nach B. Ohne irgendwas jetzt großartig zu beachten. Außer, dass wir natürlich jetzt hier bei Nacht fahren sollen. Aber dann können wir auch gerne denn die zweite Route gleich mitnehmen, wenn das jetzt hier klappen sollte. Die soll ja eine Streckenzeit von 17 Minuten haben. Also die simulierte Streckenzeit, die fährt man meist ein bisschen schneller ab. Und wir fahren ja jetzt hier quasi die Ringgasse durch. Und dann geht es ja quasi Richtung Siegweide, Oakville. Und Oakville Zentrum ist ja schon die Endstation. So, würde ich mal sagen, ganz kurz mal hier auflassen. Wo müssen Sie raus? Oh, ich sehe gerade, wir sind doch mit dem Citaro Car unterwegs. Der ist ja ein bisschen kleiner. Denn natürlich selbstverständlich im nächsten Video oder in der nächsten Route geht es dann mal wieder mit dem Lion City unterwegs. Auf Wiedersehen. So, nächste Stelle ist schon die Seilerstraße. Und dann geht es eigentlich schon Richtung Siegweiden-Oakville, wenn ich mich nicht recht entsinne. Mensch, wir los bei Nacht. Hoppala. Nächster Halt, Seilerstraße. Hier will niemand aussteigen, aber da warten schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potenzielle neue Fahrgäste. Mir will er jetzt einsteigen. Natürlich. So, gleich mal zwei Stück. Passend, super, freut mich. So, du willst nicht mit? James, dann lass mich mal draußen. Genau, also Siegweiden geht es jetzt schon lang. Ich habe jetzt leider nicht nachgezählt, ob das schon 6 Haltestellen waren. Wir müssen ja 8 anfahren. Aber ich hatte es ja von vornherein schon so ein bisschen angezeigt, welche Haltestellen ich gewählt habe. Müsste alles funktionieren. Weil auch wenn uns die Haltestellen vorgegeben werden, ich habe manchmal Probleme, die richtigen anzuvisieren. Weil manche Haltestellen, das ist noch ein bisschen problematisch hier in diesem Spiel, sehr nah beieinander liegen. Und der Cursor zum Auswählen manchmal ganz gerne doch die falsche Haltestelle auswählt. Und dann denkt man, man hat die richtige, fährt diese Route. Und es funktioniert nicht auf Anhieb, weil man einfach die falsche Haltestelle angetippt hat. So. Aber sei es drum, ich denke mal, hier wird alles klar gehen. Nur noch 2 Haltestellen. Ja, mal ganz gerne gucken. Ja, wir liegen gerade bei 9 Minuten. Das ist ja super. Dann können wir sehr schön die nächste Route auch mitnehmen. Aber schöne Aussicht jetzt hier rechts auf die Stadt. Auch herrlich. So, hier werden wir ein bisschen abbremsen. Kann sein, dass nämlich hier... Ah, hier war ein Bremspoller nämlich gewesen. Hier war nämlich kein Blitzer, sondern der Bremspoller. So. Oh, aber wenig Leute auf den Straßen unterwegs ist ganz gut, weil komischerweise gerade hier in Oakville ist jede Menge los an Fußgängern. So, und ihr rennt mir schon fast vor dem Bus, das ist auch immer nicht schlecht. Das liebe ich, ja. Hallöchen. Na, selbstverständlich. So, also, wir haben hier einmal Einzel, Standard, 3 Stück gleich. Hat der heute jemand... Oh, was vor? Dafür kriegst du auch 10 Cent für die Lümmeltüte. War jetzt nicht so beabsichtigt. So, der... Hier, ich gebe dir mal die Ghetto-Faust. Vielen Dank fürs Vorbeilassen. Ja.
Uschi hat es ja gerade schon gesagt, grüß dich, vergessen die Lichthupe zu machen. Uschi hat es ja gerade schon gesagt, Endstation. Oakwood Zentrum, meine Damen und Herren, bitte alles jetzt hier aussteigen. So. Und der Einglück schreckt ja alle aus, weil der Witz, der kommt schon lange nicht mehr gut an. Auf Wiedersehen. So, dann machen wir uns natürlich gleich ohne Umwege zum Hauptmenü. Pam, 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 pam. Oh, 17.000 für die kurze Strecke. 5 Sterne. Sehr schön. So. Und es hat funktioniert. Auch die zweite Route ist erledigt. Dann können wir auch schnurstracks zur 68 springen. Steineckkirche Rathausgasse. Dann gucken wir uns nochmal an. Also, wir sollen alle Ringhaltestellen mitnehmen. Diesmal wahrscheinlich die äußersten. Und dazu kommt noch Steineck eine Haltestelle und Westfield eine Haltestelle. Da können wir mal ganz gerne auf Bearbeiten gehen. Aber es steht auch schon da drin, Fahrerstrecken, die Strecke Steineckkirche, Rathausgasse und generiere Profit höher als 0. Also das heißt quasi schon, wir haben es sowieso schon erreicht. Wir müssen nur mal kurz gucken. Die fahren wir auch ohne Loop, wie schon gesagt. Streckenzeit 17 Minuten. Und die können wir dann sehr gerne dann mal hier wieder mit einem Mandy-AC-Bus fahren. Da können wir aber auch mal die Fahrkarten wieder ausschalten. Gut, und damit jetzt auch zur nächsten Route gleich, schon zur dritten. Wie gerade eben schon gesagt, bleibt das ja hier alles in einem Video. Eine relativ kurze Strecke. 8 Haltestellen, glaube ich, wieder. Wir fahren jetzt hier gerade von Steineck aus los Richtung Westfield und dann wieder die Ringhaltestellen, die wir abklappern. Ja, nächste Halte ist ja schon Steineck. Kirche steht auch da. Immerhin stehen jetzt mal die Haltestellen dort. Habe ich ja nicht immer. Gerade auch in der Stadt ist das irgendwie jetzt gerade weggefallen seit den letzten Updates. Und dann, wenn wir auch jetzt die Route hier schaffen sollten, kommen wir natürlich dann auch gleich zum letzten Video, zur letzten Mission in diesem Kapitel. Die ist ein bisschen umfangreicher. Ich glaube, die Strecke ist relativ groß. Auch von der Zeit her ein bisschen länger. Und wir müssen halt auch unsere 4-Sterne-Bewertung einhalten. Also dementsprechend ein sorgsames Fahren, ordentliches Fahren. Nicht so viele Fehler hier fabrizieren. Tempomat machen wir jetzt ja auch mal ran, bevor die Leute hier gleich wieder das blanke Kotzen bekommen. Das war ja schon in einem Video, wo ich ein bisschen mehr Gas gegeben habe, hat es ja erstmal gereicht. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen gemächlicher. So, und da haben wir einen von Svennys Kollegen, einen von meinen Mitarbeitern. Haben wir mal schön eine Lichthupe gegeben. Jetzt so die Ringhaltestellen, die wir jetzt so abklappern, ist ja jetzt so, Max wollte ja unbedingt, dass wir so die Ringhaltestellen in unserer jetzigen Sightseeing-Tour mit einbauen, einbringen. Ist natürlich auch ein bisschen öde, weil wir die jetzt zum zweiten, dritten Mal mal wieder abfahren. Macht dann auch ein bisschen weniger Spaß, aber sei es drum. Hoppala. Fahrgäste sind soweit zufrieden. Oh Leute, also für eure Vergesslichkeit kann ich hier gar nichts. Der eine vergisst abzuschließen, die andere weiß, ob ein Herd ausgemacht hat. Was ist denn nur los hier? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Mega. Warum habe ich denn eigentlich schon wieder den Citaro K? Ist mir gerade schon aufgefallen, wie der ausgewählt ist. Ja, vielen Dank. Muss mir jemand da recht gibt. Warum habe ich aber schon wieder den Citaro K hier ausgewählt? Eigentlich wollte ich ja den Mann, die jetzt hier haben. Okay, zeitlich passt das sehr gut. Die Schranken gehen runter. Ich hoffe mal, die hinter uns machen jetzt nicht zu viel Stress. Die könnten ja mal ein bisschen gemütlicher jetzt hier unterwegs sein. So.
Na, fahren wir mal langsam an. Okay, eine Bahn kommt da noch. Versuchen wir hier mal so ein bisschen Schlagloch auszuweichen. Dann geht es jetzt zurück gleich in die Stadt oder rein in die Stadt. Die Ringhaltestellen, wie ich es gerade schon gesagt hatte, klappern mir jetzt schon wieder ein aberes Mal ab. Aber gut, sei es drum. Läuft nicht so alles wie gedacht. Eigentlich wollte ich den Man City L hier fahren, die lange Version. Fahre jetzt wieder in Citaro K. Und ja, heute generell mal wieder ein bisschen mehr Action hier in diesem Spiel haben. Aber wenn es nämlich gegeben ist, der Max will ja unbedingt, dass wir die Leute hier durch den Ring führen. Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Nee, das wäre wirklich, das wäre geil. So. Der Teilnehmer fährt da auch. Oh, ist grün? Oh, hier ist gar keine Ampel. Oh, eine Baustelle hier. Sieht man auch nicht allzu oft. Ah, rot. Ach, shit. Keine Ahnung, warum auf dieser einen Spur da Linksabbieger nur abgebildet ist. Dann machen wir es einfach mal so, wir halten uns mal so ein bisschen jetzt daran. Wenn es hier nur gerade außen rechts geht, dann fahren wir auch auf der rechten Spur. Und links geht es halt nur nach links. So. Und da hinten rechts geht es dann schon quasi die Ringhaltestellen an. Oh, guck mal, da vorne haben wir einen Kollegen. Den fahren wir bestimmt jetzt gleich so ein bisschen hinterher. Auf Wiedersehen. Alle drin? Ach, James, ach. Die laufen aber auch merkwürdige Wege. Das sieht immer so aus, als wäre er gerade ausgestiegen und läuft einfach nur da lang. Aber dabei nimmt er einfach mal Anlauf oder Schwung, um in den Bus reinzukommen. Aber das ist nicht mein Problem. Ich dachte, sie wollen jetzt hier aussteigen. Deshalb war ich so abgelenkt, dass sie gerade auf Rot war. Aber immerhin, wir können jetzt hier mit unseren Kollegen ein bisschen fahren. Können wir hier eigentlich die Leute rauslassen? Schlechte Halteposition, ich bitte dich. Tschüss. Gut, weiter geht's jetzt hier. Gerade ist ein Paket angekommen, deswegen muss ich auch Stopp machen. So, da ist die Ampel, jetzt sehe ich hier gar nicht mehr. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die nächste hier, ob sie den Herd ausgemacht hat. Aber was ist denn hier mit dem Bus los, Leute? Wir sind alle so vergesslich. Zwei Leute schon, ob sie die Haustür zugemacht haben. Und jetzt zwei Leute, ob sie auch den Herd ausgemacht haben. Ist auch egal. Ich weiß nur, wir sind jetzt am Wilton Theater. Naja, pünktlich mehr oder weniger. Wir standen jetzt gerade fast 2-3 Minuten. Aber ist okay. Da hinten ist ja auch schon die Seilerstraße. Sind wir auch gleich mit der Route durch? Warum linke ich hier schon wieder? Also permanent mal dieselben Haltestellen abzufahren, macht doch wirklich wenig Spaß. Oh, was ist denn hier los? Na, dann können wir uns jetzt hier so ein bisschen anstellen. Was ist denn hier los?
Svenny. Warte, ich hab ne... Nee. Ah, Leute. Was ist denn hier los? Ist der eingeschlafen oder was? Ah, jetzt geht's hier endlich los. So. Versuchen wir mal hier uns so ein bisschen ranzutasten, dass wir wenigstens... Ja gut, du Halteposition noch abbekommen. Ist ein bisschen Quatsch. Also wenn die Haltebuch groß genug ist, kann man natürlich auch ein bisschen früher die Leute rein und rauslassen. Das schlechte Haltebuch oder halt schlechte Halteposition, das zu betiteln, ist auch ein bisschen Nonsens. So. Dann geht's aber auch schon weiter. Was ist hier los? Du biegst jetzt hier links ab. Also du kannst irgendwann fahren. Oh, ich rutsche hier. Ich dachte, du wolltest jetzt hier links ab. Oh, was machst du denn hier? Hab ich. Jetzt. Keine Ahnung, was er hier macht. So. War ja natürlich wieder glorreich gewesen. So, nächste Stelle Riesengasse. Oder Goliathgasse, je nachdem, wie man es nennt. Dann bin ich, glaube ich, der Meinung, da hinten ist schon die letzte Haltestelle. Machen wir mal hier ein bisschen zackig. Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Rathausgasse, Endstation. Und weiter geht's, komm. Kamerad, Teilnehmer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächster Halt ist die Rathausgasse Endstation. Bitte alles aussteigen, vergessen Sie Ihre Wertsachen und Ihren Müll nicht. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht, angenehmen Tag und guten Start in den folgenden Tag. Auf Wiedersehen. Ja, leider gab es halt, wie gesagt, wirklich in dem Video nicht allzu viel zu erzählen. Es ist halt wirklich, wenn man jetzt, glaube ich, jetzt die dritte Route in dieser komischen Gasse hier rumfährt, es macht, ich fahre sehr ungern in dieser Gasse herum, weil es geht halt nur links, links, links herum. Ob die kleine Ringgasse oder die äußere Ring, macht beides nicht so viel Spaß. Aber geschafft haben wir es. Ein bisschen Geld eingenommen haben wir auch. Ich glaube, die Welt ist es jetzt hier nicht. Was steht am Ende? 9000. Also es sind halt auch wieder so Haltestellen, die ich am Ende auch weglassen werde. Ja, jetzt ganz gut da. Dritte Route geschafft. Und jetzt kommen wir zur spannenden vierten. Da habe ich lange rumgetüftet. Können wir schon mal gucken. Zeitlich 26,55 in Minuten. Und maximal sollen wir 27,30 erstellen. Hoppla. Ich wollte jetzt eigentlich eher auf die Route generell eingehen. Ich schmatze hier so ein bisschen. Was ist denn hier? Na gut. Eigentlich wollte ich mal so generell auf die Route hier so eingehen. Warum das jetzt hier nicht so ganz klappt. Ein Augenblick. Können wir mal, bevor wir hier gleich das Video mal stoppen, mal ein paar Angestellte wieder dazu holen. Vollkommen vergessen. Sind wir ja schon mal ein paar Routen wieder gefahren. Dann müssten jetzt so ein paar Angestellte wieder zur Bewerbung freistehen. Oh.
Da haben wir ja wirklich was. Fünfe sind es auf alle Fälle. Na, zack. Ah, die Steuerung in diesem Menü ist immer noch ein Graus, also... Gut, haben wir wenigstens das mal wieder ein paar Angestellte. Und ja, dann würde ich gleich mal sagen, sehen wir uns einfach mal im nächsten Video.